Hallo, hier ist der Martin von Manuel. Ist das die DAX-Analyse für Freitag, den 26.06.? Leider mein zweiten Versuch. Hier ist gerade irgendwie der Computer abgestürzt. Keine Ahnung. Mikro plötzlich weg und alles schwarz und weg. So, ich versuche mich nochmal. Unser DAX hat hier heute einen Steger reingekriegt. Hat zumindest die Verkaufswellen erstmal unterbrochen gekriegt. Ich bin leider nicht dazu gekommen, das Video von gestern mir nochmal anzuhören. Kann mich nur versuchen, zurück zu erinnern, wie ich gestern den Markt gesehen hätte, weil ich glaube, Sie kennen ja wir haben gestern die Donnerstagsregel halt noch nicht benennen können. Heute früh konnten wir die benennen, haben halt für unsere Leute da im Dienst, haben wir das gesagt, die 12.000 unten, 12.240 unten und die 12.300 oben, das waren unsere Eckpunkte für den Tag gewesen. Untertägig haben wir es sogar nochmal angepasst, haben dann gesagt, okay, 220 kann man jetzt auch schon nehmen, wenn die 220 nach oben gekippt wird. Dann ist da nochmal Potenzial drin bis 330 und 400. Von daher hat er das eigentlich ganz gut gemacht, ist sogar in der Erwartung geblieben, ist aber deutlich höher geschlossen. Also, das ist, mein Herz brennt ja schon etwas eher für tiefere Kurse, muss ich so sagen. Und das ist doof halt, ne? Also, wir können ja auch ein Fibonacci-Retracement ziehen. Das wird so um die 370 rumliegen, wenn ich das jetzt hier so sehe. Ich ziehe die eigentlich immer gar nicht mehr. Ich gucke, das würde ich Ihnen auch empfehlen, ne? Ziehen Sie die Level nicht, guckt, das ist immer wieder an der gleichen Stelle, ne? Also irgendwie, da sollte man versuchen, ein kleines Auge für zu entwickeln, dass Sie sagen, hier, was weiß ich, 370, da irgendwo liegt das Fibonacci-Retracement, weil in dem Moment, wo Sie es nicht exakt auf dem Punkt genau wissen, achten Sie in dem Bereich, wo es sein könnte. Egal, ob es 3,50 oder ob es 3,60 sind, Sie achten in dem Bereich dann da drauf, ne, dass es dort reagieren kann. Und wenn das dann 3 Punkte vor diesem Retracement-Punkt genau dreht, nehmen Sie die Reaktion dann trotzdem mit, weil Sie den fetten Schub von dort einfach dann handeln. Ne? Und in dem Moment, wo Sie sich jetzt aber das Ding hinlegen, dann packen Sie sich vielleicht eine Limit-Order dahin. Ne, und dann wird es Trader 2 Punkte vorher. 3,64 ist es sogar. 3,64, also dort liegt es 61 Retracement. Ich denke, hat hier noch ein bisschen Puffer. Sie sehen es auch schon. Ich habe den Pfeil hier ein bisschen schon hochgeschoben. Habe den hier schon ein bisschen hochgeschoben. Ich denke, 4,70 tatsächlich, wird 4,70. Das ist mein. Dort stirbt für mich das Abwärtsszenario. 3,70, 3,75. 4,75 ist es, ja, also auch das Hoch hier, das Dienstagshoch, Donnerstagshoch war es. Ne, also wenn er da drüber geht, dann ist für mich Chance vertan unten raus. Ich fände es ja schade. Für mich würde es keinen Sinn weiterhin machen, dass er hier einen weiten Strike stellt. Es wäre dann eins, wenn er jetzt hier oben rausgeht, weil dann wäre das hier unten auch wieder ein Fehlausbruch und da ist das Kernproblem jetzt halt, dass er in der Mitte hier ja, die Range halt jetzt im Ausbruch wieder nicht kriegt. Und da haben wir gestern drüber gesprochen und haben gesagt, Beste wäre halt, wenn er wirklich seitwärts zur Seite läuft und dann abkippt halt, ne? Also da, weil er den Druck aufrechterhalten kann. Jetzt sind ja schon wieder alle, die hier unten verkauft haben, die sind ja jetzt schon wieder unter Stress. Denen gehen jetzt schon wieder die Schweißperlen drauf, die sitzen da und kotzen und sagen sich, oh, macht denn der Kerl halt? So sitzt jemand drinne, der hier unten Short verkauft hat, ne? Oder Short gekauft hat. So, was passiert jetzt, wenn der Markt weiter steigt? Der bringt halt die unter Stress, so er drückt die aus dem Markt, die Verkäufer drückt er raus, das heißt, die gehen wieder rein, ne? Damit jemand eine Verkaufsposition auflöst, muss er ja in den Markt reinkaufen, das schiebt den Markt wieder an und er wird halt blöd dadurch. Ne? Also grundsätzlich gehe ich. Ich kann mir vorstellen, dass wir von hier wegkommen, aber das muss schnell kommen. Das muss schnell kommen, der muss direkt runter, der muss eigentlich schon 9, 10, der muss 10, spätestens 11 Uhr den Schluss hier drunter kriegen, unter der 250, quasi die Kerze schön auskontern, kann auch per kleinem Abwärtsgap einführen, dann hätte er ganz gute Karten. Die 370, 360 ist schon interessant, liegt da auch das 61er Retracement, aber ich muss schon auch sagen, also. So haben wir es halt auch in den Mails jetzt geschrieben. Also über 220 muss man eigentlich schon fast davon ausgehen, dass er sogar bis 400 hochrennen kann halt. Ne? Also die knapp hier drunter unter diesem Tief ist ganz interessant. 410, 420 ist interessant. Die 435, 450 ist interessant. So, das sind nochmal so ein paar Punkte. Aber es ist zu hoch einfach. Es ist zu hoch. Ne? Ich würde vom DAX jetzt für Abwärtsszenarien, für Shortstrecken, würde ich vom DAX wirklich einfordern, dass er liefert.
dass er nach unten anzieht, dass er schiebt, dass er uns wieder rote Kerzen reinstellt. Also ich würde von ihm tatsächlich einfordern, dass ich erst sehen will, dass es wieder unter 250 geht. Besser sogar unter 200, aber dann wird man den Stopp nicht bezahlen können. 250 wäre für mich Minimum, will ich jetzt vom DAX erstmal sehen. Solange ich das nicht sehe, würde ich unseren DAX sogar vielleicht eher nach oben anzählen. Vielleicht sogar eine Tendenz aufwärts setzen. Na, also zeigt er mir, dass er mitspielen will, zeigt er mir, dass er meine Route versteht, zeigt er mir, dass der Markt auch diese Gedanken auch hat, die ich habe, dann bin ich gerne bereit, da Geld reinzugeben und ihn runterzu auch zu handeln. Aber ich will es jetzt sehen, weil macht er das nicht, dann hat das ja nichts mehr mit meiner Route zu tun. So, dann handle ich irgendwas, aber nicht das, was ich eigentlich geplant hatte. Ne? Also deswegen. Hier oben, ich finde den Bereich hier oben finde ich ganz interessant. Auch die 360, 370 ist interessant. Selbst die 330 ist interessant hier. Aber da muss was kommen, muss es halt zeigen, muss loslegen. Kriegen wir einen Abwärtsgap und er drückt sich hier drunter, dann wird das was. Dann kann das klappen. Dann kann er sich wieder runterschieben. 12,49. Und ich erwarte vom Freitag nicht viel. Ich erwarte aber, dass er uns den Montag vorbereitet. Und damit das in mein Setup, in meine Idee passt, und die geht ja noch nicht nur bis hier, wie wir gestern erzählt haben, die geht ja auch durchaus ein bisschen tiefer, muss er uns den Freitag, also muss uns den Montag gut vorlegen, der Freitag, und dann braucht man eine rote Tageskerze mindestens und idealerweise so ein Tagesschluss um die 12.100 oder tiefer. Das muss zum Freitag kommen, kommt das, wird zum Montag spaßig, glaube ich schon. Na, dann kriegen wir unten raus ein bisschen Fun. Faktor vom DAX dazu muss kommen. Kommt es nicht, rechnen Sie bitte damit, dass wir hier oben reinlaufen und geht der noch drüber, geht der auch über die 470, dann muss man raus. Ne? Und weil das ist, nützt halt nichts. Ne? Für mich macht das keinen Sinn, warum wir hier entweiten das Dreieck und dann oben raus sollten. Das macht für mich technisch macht das keinen Sinn, das muss da. Und deswegen wäre es eigentlich schon fast besser oder logischer, wenn wir schon in dieser Bewegungswelle drinstecken, hier, die hier, und die jetzt von hier unten, also diese Welle von hier, dass wir die von diesem Hoch schon replizieren nach unten und das jetzt nur eine kleine Gegenbewegung ist im nächsten Teilstück. Das würde für mich mehr Sinn machen. Aber an der Börse ist es so, niemals nie sagen. Das kann immer alles kommen und wir haben keine Garantien, dass irgendwas kommt. Ne, haben wir jetzt auch bei Wirecard gesehen. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht, dass das jetzt dahin kommt, wo es hingekommen ist. Es haben viele gesagt, es haben viele geahnt. Waren da sich auch sehr viele ganz sicher. Und ich weiß, es ist auch ein absolutes Reizthema. Das hat man schon bei uns immer wieder im Chat gemerkt. Da prallen momentan, ja, da prallen schon deutliche Meinungen aufeinander. Ich bin immer relativ tolerant gegenüber anderen Meinungen. Wenn ich der Meinung bin, es kann jeder seine eigene Meinung haben, aber da gibt es schon Leute, die schon sehr aggressiv sein können, wenn sie merken, dass andere Leute andere Meinungen sind und dann da auch ja, gut auf die anderen eintreten, die das anders sehen. Deswegen, ich will das gar nicht so weit ausformulieren. Da ich nur aus Deutschland komme, tut es mir einfach leid. Das ist ein deutsches Unternehmen gewesen. Ja, man hat vielleicht da ein bisschen Mist gemacht, ob diejenigen da was für konnten, wie es jetzt im ersten Moment erstmal aussieht. Das muss ich einfach hinten raus zeigen. Das sind halt viel auch Vermutungen. Das steckt da halt nicht drin halt. Ne? Man bildet sich da so seine Meinung auf dem, was man in den Nachrichten liest und was einem so mundgerecht hingelegt wird, damit man das denkt, was da in der Titelleiste letztendlich drin steht. Aber man ist halt nicht mit dabei. Und ich muss so sagen, als ich meine neue Plattform aufgebaut habe mit moneymonkeys.com, ich wollte unbedingt Wirecard haben. Ich finde es so geil, was die da gebaut haben, auch was die für Gebührenmodelle hatten. Und ich wollte es unbedingt haben. Ich wollte unbedingt das Wirecard-Portal haben, um die Zahlungen abzuwickeln bei mir. Dachte mir, Mensch, made in Germany und hier und gut. Und ich habe es nicht bekommen, weil ich auf Zypern bin. Weil die da echt aufgepasst haben und das alles eigentlich, also die ganzen Unterlagen und so weiter, das hat schon alles Hand und Fuß gehabt halt, ne? Also den Eindruck, den man da jetzt von der Firma hat, den habe ich so absolut nicht zu spüren gekriegt und das tut mir jetzt einfach in der Seele weh, wenn so einen, ja, will nicht sagen Marktführer, aber schon was, wo du sagst, Mensch, da kann man ja schon fast stolz drauf sein, ne? Dass Deutschland mal wieder irgendwie ein bisschen was richtig vorwärts bringt in einem Markt, wo man eigentlich die Deutschen gar nicht erwartet.
Und dann wird es so kaputt gemacht. Und jetzt kommen am besten die Amerikaner und kaufen das den Scheiß zu 3 Euro jetzt auf und übernehmen da die Hauptanteile, was weiß ich, Goldman Sachs oder keine Ahnung, wo das reinpasst, Visa oder ich weiß es nicht. Vielleicht findet sich irgendjemand, der sowas jetzt aufkauft. Es wäre der Klassiker. Da kannst du wirklich nur sagen, gute Nacht, Deutschland. Aber ich fürchte fast, dass es so kommt. Also wir gucken aber mal. Ja, das ist. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das dort nicht gedacht hätte, ne, das, was passiert ist. Und es ist aber passiert und deswegen muss ich auch zum DAX. Das ist, wir müssen immer damit rechnen, dass es nicht klappt, was wir denken und dass es anders kommen kann. Und deswegen müssen wir das, was wir handeln, mit Stops abgrenzen, begrenzen, unser Risiko begrenzen, nicht übertrieben reingehen, nicht jetzt sagen, okay, boah, da packe ich jetzt mal 50% drauf, das klappt auf jeden Fall. Nee, es sind ja immer genau die Sachen, wo man sich besonders sicher ist, die dann meistens nicht klappen. Ne? Das war im WTI so. Das ist es so und so. Dieses Jahr ist, das ist echt hart für viele halt. Ne? Die haben im WTI massiv verloren. Richtig, wir kriegen das ganz gut mit, ne? Weil die Leute halt immer zu uns kommen, wenn die Depots total landunter sind. Den Corona-Crash, den haben ja alle ganz gut hingekriegt. Muss man ja so sagen. Also diese Abwärtsbewegung wurde so runtergeprasselt. Das haben alle gut hingekriegt. Aber im WTI haben sie sich völlig verballert. Denn in Wirecard haben sie alle Federn gelassen, ne, viel zu große Positionen rein sind, viel zu viel Einsatz und viel zu überzeugt auch, dass das klappt. Und generell diese Aufwärtsbewegung vom DAX hoch an die 12.800 halt. Ne? Das sind so die drei Punkte, wo eigentlich die Leute jetzt dieses Jahr richtig verloren haben, um diesen eigentlichen Crash, diesen Corona-Crash, das sind sie alle gut durchgekommen. Also das ist schon interessant, aber es sind immer wieder die Sachen, wo man es nicht erwartet halt. Ne? Das ist meine Kernaussage, die ich Ihnen eigentlich mitgeben will. Ne? Die Sachen, wo man eigentlich sich eher sicherer ist, die klappen dann nicht. Genau wie hier hochzu, ne? Wo alle gesagt haben, ah, der fällt nochmal unter. Die haben alle die 8.000 noch gewollt. 7.500 und 8.000 wollten alle haben die ganze Zeit. Und auf einmal stand der DAX fast wieder an der 13.000. Ne? Gut, Freunde, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich. Wir haben drüber gesprochen. Hammer, ja, doch, wir haben oben die Punkte angeguckt. 360, das muss ich gucken, weil ich hatte vorhin das Video schon mal eingesprochen. Aber 360, 370 haben wir gesagt, oben die 410 hier, 410, 420, das ist ganz interessant, 450, 435, das ist schon ein bisschen dicht hier, aber darüber ist halt schon Hardcore Long, kann dann bis 925 ist eigentlich das Ziel. Ne? Also wenn er das jetzt hier rauskegelt, warum sollte sich der DAX hier in der Mitte nochmal rumdrehen? Das macht nicht viel Sinn. Würde wahrscheinlich dann hier oben dran rennen. Ja? Drückt er sich runter. Macht dann Fenster auf, um hier noch gut Bewegung auch zu machen. Also das Szenario steht noch, aber da muss erst was kommen. Ich will den DAX unter 250 sehen, dann glaube ich da dran. Tageskerze, ansonsten müsste ans übers mittlere Band gegangen sein. Ja, oh, hätte ich es noch nicht aufgemacht. Das sieht schon nicht nett aus. Das ist schon. Sehen Sie das, wie der sich auf der 200-Tage-Linie wieder nach oben stellt? Das ist Mist. Also, wenn man den DAX tiefer sehen will, ist das Mist halt. Wenn man den DAX weiter oben sehen will, dann ist das ein Segen, was da gekommen ist. Auch wieder schön über den ganzen Vorkerzen. Ist aber auch ein Schlingel momentan hier. Ja, schön viel seitwärts. Richtig die Leute ärgern, von früh bis spät und noch danach. Ja, Tageskerze sieht erstmal ganz gut aus. Das ist schon eher eine Long-Vorlage, muss man hier tatsächlich auch sagen. Weitere Hochs über 340, 350 Kaufsignale. Na, insbesondere dann auch über 450, 470 noch mehr Kaufsignale. Tagesschluss darüber wäre auch Kaufsignal. Kriegen wir eine rote Konterkerze. Ja, sieht das komisch aus. Komisches Ding. Es ist halt seitwärts. Nee, ich mache den nochmal aus. Also neutral gesagt ist das, also die ist es eine Inside-Kerze, sie ist innerhalb der vorherigen Kerze, also der Kerzenkörper ist innerhalb der vorherigen Kerzenkörpers, deswegen haben wir kein neues Signal. Aber der vorherige war ja eine negative Vorlage nach unten. Eine rote Tageskerze hätte da eigentlich folgen sollen und diese ist nicht geworden. Es ist ja sogar ein kräftiger grüner Kerzenkörper geworden. Das passt nicht.
Ne? Also er ist das Signal gegengelaufen und von daher ist der Tagesschart eher sogar eine Vorlage nach oben. Ne? So muss man es schon neutral als neutraler Analyst jetzt hier sehen. Ja, gut. Okay, dann haben wir das, haben wir das. Und ja, wir gucken mal. Wir brauchen den unter 250, oberhalb von 250 können sie eigentlich schon fast. Wird es eher einen Long-Kandidat zum Freitag halten. Na, muss hier wieder drunter arbeiten, das ist so. Okay, ich mache aus. Tschüss, wünsche Ihnen was.